Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel Die Nachtzentrale. Heute zeige ich euch mal französische Macarons mit Salzkaramellfüllung. Und möchtest du unbedingt sehen, wie ich die mache, dann bleib jetzt dabei und ich zeige dir, wie es geht. Für deine Macarons brauchst du Eiweiß, Zucker, Staubzucker und Mandelmehl. Solltest du kein Mandelmehl haben, ist das kein Problem, das habe ich jetzt gerade auch nicht. Darum mixe ich jetzt einfach meine Mandeln in der Kenwood. Wären nämlich die Mandeln zu grob, würden sie sich auf das Backvolumen auswirken. Jetzt können wir Staubzucker und Mandeln zusammengeben und sieben alles durch ein Feinsieb. Und somit ist unser selbst hergestelltes Mandelmehl mit Staubzucker fertig. Mandelmehl gibt es auch zu kaufen, das könnt ihr direkt mit dem Staubzucker vermischen und dann nur noch sieben. Bei der Herstellung der Schaummasse gibt es jetzt zwei Methoden, wie ich diese machen kann. Möglichkeit 1 ist jetzt, ich schlage das Eiweiß mit dem Zucker auf und gebe dann das Mandelmehl dazu. Wichtig ist bei dieser Methode, das Eiweiß nicht zu viel zu schlagen, genauso wie bei der zweiten Methode. Dafür kann ich auch eine Probe machen, indem dass ich den Schneebesen umdrehe und so ein leichter Spitz am obersten Ende entsteht. Sollte zu viel Luft in die Schaummasse eingeschlagen sein, können Hohlräume in unserer Macaronschale entstehen. Bei der zweiten Methode gebe ich etwas Eiweiß zur Mandel-Staubzucker-Mischung und verknete das Ganze. Die Schaummasse wird bei dieser Methode mit der gekochten Variante hergestellt. Somit habe ich Wasser, Zucker, diesen koche ich auf 118 Grad auf und rühre diese langsam in die Eiweißmasse ein. Diese Herstellungsmethode wird bei den Macarons sehr häufig verwendet, da die Masse dadurch einen besseren Stand erhält. Die Schaummasse erst so lange weiterschlagen, bis sie auf Zimmertemperatur abkühlt. Dann kann ich auch wieder die Probe machen, ob die Schaummasse nicht überschlagen ist und dann kann ich auch schon die Pulverfarben beigeben. Zusätzlich habe ich noch etwas Kakao eingeschlagen, da es noch ein schöneres Braun ergibt. Bei beiden Varianten kann ich jetzt die Mandeln beigeben und diese vorsichtig unterheben. Jede Umdrehung mit der Spachtel schlägt jetzt Luft aus der Masse und macht diese weicher. Somit müssen wir wirklich aufpassen, dass sie nicht zu flüssig wird. Um eine gleichmäßige Größe der Macarons zu erreichen, habe ich jetzt mir eine Schablone gezeichnet. Diese kann ich jetzt für alle Silbermatten verwenden. Dann können wir auch schon die Macarons aufdressieren, jetzt nur noch klopfen, dass sie schon eben werden und dann anhauten lassen. Nach 30 Minuten kann ich die Fingerprobe machen und wenn diese passt, kann ich meine Macarons bei 150 Grad für ca. 15 Minuten lange backen. Haben deine Macarons nach dem Backen diesen typischen Fuß bekommen und sind an der Unterfläche nicht hohl, hast du alles perfekt richtig gemacht und dann können wir auch schon mit den Füllungen beginnen. Für unser Salzkaramell brauchen wir Zucker, Butter, Obers und Fleur de Sel. Als erstes schmelze ich meinen Zucker zu einem hellen Karamell und bewege diesen vorsichtig mit einem Kochlöffel. Sobald das Karamell die gewünschte Farbe erreicht hat, kann ich schon die Butter und das Obers beigeben. Jetzt nur noch gut umrühren und eine Prise Fleur de Sel beigeben. Nur noch jetzt gut auskühlen lassen, dann können wir unser Salzkaramell schon am nächsten Tag verwenden. Dann können wir uns auch schon um die Ganache kümmern. Dafür habe ich ein Verhältnis 1:1, ein Teil Obers, ein Teil Kuvertüre, koche das Obers auf und gebe dann die Kuvertüre bei. Sobald ich die Kuvertüre beigegeben habe, kann ich die Herdplatte ausschalten, denn die Hitze erledigt alles von selber. Die fertige Ganache muss wiederum für 5 Stunden gut abkühlen und vollkommen auskristallisieren. Um eine Hautbildung zu vermeiden, würde ich sie mit einer Frischhaltefolie abdecken. Vor der Verwendung sollten beide Füllungen eine schöne, cremige und gleichmäßige Konsistenz haben. Und dann können wir auch schon mit dem Füllen unserer Macarons beginnen. Als erstes starten wir mit der Ganache. Hierbei lassen wir in der Mitte ein freies Loch. Dieses brauchen wir später für das Salzkaramell. Sollte hier eine der beiden Füllungen zu weich sein, kann man diese kurz in den Kühlschrank geben. Sobald wir dann mit dem Füllen fertig sind, können wir unsere Macarons zusammensetzen. Achtet hierbei darauf, dass die Größe der Deckel mit dem Boden zusammenpasst. Und dann sind auch unsere Macarons mit Salzkaramellfüllung auch schon fertig. Und mir bleibt noch zu sagen, viel Spaß beim Nachmachen, hinterlasst doch auch einen Daumen nach oben, sowie einen Kommentar, wie es dir mit unserem Rezept ergangen ist. Und man sieht sich das nächste Mal.